Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Bio-Mover-Talk. Ich bin Jörg Howe, Teil der Daimler Truck Community und habe heute einen besonderen Gast, Frau Professor Dr. Helena Wisbert. Richtig? Ja. Ganz genau. Professorin für Automobilwirtschaft und seit fast einem Jahr auch Direktorin des Center für Automotive Research in Duisburg. Die Professur ist in Wolfsburg, Ostfalia Hochschule. Das Center for Automotive Research ist in Duisburg. Wie passt das zusammen? Wie kriegen Sie das hin? Ja, um es noch spannender zu machen, und wohnen tue ich in Neuss, bei Düsseldorf. Ja, Niederrhein. Also ganz genau, ich pendel zwischen drei Städten, ganz genau. Und ist das nicht ein bisschen so in der Verteilung ein bisschen zu komplex? Also es ergänzt sich sehr gut, weil ich habe ja eine Professur für Automobilwirtschaft. Ja. Das Center Automotive Research, klar, die Inhalte, die wir machen, die fließen dann auch teilweise in den Vorlesungen mit ein. Also das ist schon eine ganz gute Kombi, die ich mir da ausgesucht habe. Okay. Nun sind Sie ja relativ früh schon auf das Thema Automobil und auch Innovationen für umweltverträgliche Lösungen gekommen. Sie haben eigentlich Betriebswirtschaft studiert. Wie sind Sie zu dem Schwerpunkt Automobilwirtschaft gekommen? Schon sehr früh. Und zwar habe ich mit meiner Diplomarbeit quasi schon angefangen. Und das war nämlich 2008. 2008 haben wir schon über Elektroautos gesprochen, so wie heute. Und teilweise höre ich heute noch, setzt sich das durch? Diese Frage, die wird mir oft gestellt, also im Pkw-Bereich. Und die gleichen Fragen gab es aber auch schon 2008. Also das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit her. Und mit der Diplomarbeit bin ich eben... Ich bin quasi mit der Transformation der Automobilindustrie in die Automobilindustrie eingestiegen. Habe meine Diplomarbeit über umweltorientierte Produktinnovationen in der europäischen Automobilindustrie geschrieben. Das damals bei Volkswagen in der Konzernforschung und bin dann auch da geblieben. Okay. Ist das nicht damals noch etwas schwierig gewesen, für eine Frau in diesen Bereich so reinzukommen, in einer eher männerdominierten Automobilgesellschaft? Also dadurch, dass ich dann als Diplomandin angefangen habe, später dann auch im Doktorandenprogramm bei Volkswagen war, da waren wir ein sehr gemischtes Team. Also da von der Uni kamen da eben quasi gleich viel Männer als auch Frauen. Aber dann, als es so weiterging, war ich teilweise die einzige Frau in den Meetings, das stimmt schon. Und war das ein komisches Gefühl oder hatten Sie das Gefühl, Sie gehören dazu? Oder sind Sie irgendwie so ein bisschen auf Abstand gehalten worden? Ich gehörte dazu. Mhm. Es ging ja um die Sache. Wenn Sie sich mit Elektroautomobilen beschäftigen, haben Sie da das Gefühl, es geht voran oder es geht überhaupt nicht voran oder wir sind immer noch auf dem Punkt, wo wir eigentlich die Infrastruktur nicht haben und aber die Automobile vielleicht schon da sind? Wie sehen Sie die Situation? Also wir hatten letztes Jahr ein Boomjahr für die Elektroautos und jetzt dieses Jahr so ein bisschen verzögert. Wir sind auf so einem Plateau. So der erste Hype ist jetzt leider erstmal abgeebbt. Klar, konjunkturelle Bedingungen sind jetzt eben auch nicht für diese eher teuren Fahrzeuge eher jetzt nicht förderlich. Und dann die Umweltprämie, die eben jetzt abgesenkt worden ist. Da gibt es so ein paar Punkte, die jetzt so ein bisschen das Ganze, den Schwung so ein bisschen aus den Segeln genommen haben. Und also es muss sich jetzt eben noch viel tun, damit eben diese Ziele auch erreicht werden Richtung 15.000 Elektroautos im Jahr 2030 auf Deutschlandstraßen, 1 Million Ladepunkte bei 2030 in Deutschland. Also da muss noch ein bisschen was kommen. Das ist ja die deutsche Automobilindustrie, was Verbrenner angeht, immer ganz weit vorn gewesen. Ja. Technik 1A muss man ehrlicherweise sagen, Preise allerdings auch. Gibt es diesen Vorsprung noch oder wird der von China aus langsam beseitigt? Also die deutsche Automobilindustrie muss jetzt eben wirklich Gas geben, um da jetzt nicht von den neuen Wettbewerbern überholt zu werden. Weil im Moment ist der Erfolg der deutschen Automobilhersteller basiert noch auf den Verbrennerfahrzeugen. Und wir sehen es ja dann in Märkten, wo eben dann gerade in China, wo eben schon mehr Elektroautos verkauft werden. China ist der weltgrößte Automobilmarkt und der weltgrößte Automobilmarkt für Elektroautos, da sehen wir ja, dass die Marktanteile an die neuen Wettbewerber gegangen sind. Und da gilt es jetzt wirklich, Tempo zu machen. Wenn Sie sich die Batterietechnologie angucken,
Wer hat da im Moment den Vorsprung weltweit? Ist es China, Amerika, Korea, Japan, Deutschland? Wer ist sozusagen führend, was Batterietechnologie angeht? Also von der Kostenseite auf jeden Fall diejenigen Automobilhersteller, die die gesamte Wertschöpfungskette unter Kontrolle haben. Also die chinesischen Automobilhersteller. BYD kommt ja aus dem Batteriebereich, deswegen, also die kennen es damit aus. Aber eben auch Tesla, weil die auch eben auch da schon viel stärker eingestiegen sind. Aber klar, die deutschen Autobauer, die geben ja jetzt Gas, um da auch eigene Batteriezellfertigung aufzubauen und da eben auch diesen großen Kostenblock unter Kontrolle zu bekommen. Nun gibt es ja den Inflation Reduction Act in den USA, der sagt, kommt zu uns, wenn es umweltfreundliche Technologie für die Zukunft ist. Wir finanzieren 50% eurer Investitionen. Gibt es, sag mal, Gegenentwicklungen in Europa oder gar in Deutschland, um die Technologie hier zu bekommen, hier zu behalten? Also in Europa gibt es ja jetzt auch Förderprogramme. Gerade in Spanien soll ja quasi auch so ein Zentrum für Batteriezellfertigung entstehen. Also Europa versucht da jetzt, oder die EU versucht da jetzt auch eben an, das attraktiver zu machen, auch in Europa zu investieren. Genau. Glauben Sie, dass das erfolgreich ist? Es muss erfolgreich sein, weil diese starke Abhängigkeit von unterschiedlichen Regionen, das muss eben ein bisschen entschärft werden. Ja. Das ist erfolgskritisch auf jeden Fall. Wenn Sie sich Lkw angucken, ist das Problem ja wahrscheinlich, wenn ich mit Batterie fahren will für einen schweren Verteilerverkehr, dass ich dann ordentlich Zuladung habe durch die Batterien. Ja. Glauben Sie, dass es trotzdem ein Erfolgsmodell sein kann, für bestimmte Lkw-Typen mit Batterie zu fahren? Also für die kürzeren Strecken ja, weil, Sie haben es gerade gesagt, also das Gewicht des LKWs wächst ja dann linear zur Reichweite der Batterie. Das ist eben liegt in der Natur der Sache. Und Stand heute mit den Batterien, die heute so auf dem Markt sind, so den schweren, fairen LKW-Transport, das ist heute noch nicht darstellbar. Glauben Sie denn, dass es eine Alternative zu Batterien gibt für den Langstreckentransport? Ist das Wasserstofffragezeichen? Wasserstoff-Brennstoffzelle, ganz genau, ganz genau. Weil da eben auch nicht diese, also schon allein bei der Ladeinfrastruktur, da, wenn man so irgendwie außerhalb von Deutschland dann irgendwie in den Süden fährt, wo soll das aufgebaut sein? Mhm. Und uns fehlen ja zigtausend Parkplätze für LKWs. Und dann sich noch zu überlegen, okay, da müssen jetzt noch irgendwo die Standzeiten ausgenutzt werden, für das Laden, und das dauert natürlich dann bei den LKWs noch umso länger, wo wir schon bei den PKWs teilweise an eine Akzeptanzgrenze kommen. Also das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Und dann Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, das ist eben dann die Lösung für diesen Bereich. Was muss denn an Voraussetzungen geschaffen werden, um Brennstoffzelle, Wasserstoff erfolgreich zu machen? Da die Kosten unter Kontrolle zu bekommen, das ist ja auch heute noch ein großes Thema. Es ist eben noch doppelt so teuer, ein LKW, ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW ist doppelt so teuer als ein konventioneller. Und eben natürlich dann auch die Infrastruktur, also wirklich Wasserstoff dann auch tanken zu können. Das ist dann so erfolgskritisch, um das Ganze dann wirklich auch hoch zu skalieren und auf die Straße zu bekommen. Wenn ich so an unsere eigene Geschichte denke, wir haben ja mit Volvo Truck, unserem härtesten Wettbewerber, ein Joint Venture gegründet, Cellcentric. Wir wollen im Weilheim unter Tech eine Fabrik bauen. Wir doktern seit über 2 Jahren mit den Genehmigungsprozessen rum. Haben wir überhaupt eine Chance in Deutschland, wenn wir so langwierige Genehmigungsprozesse haben, um solche Zukunftstechnologien hier im Land anzusiedeln? Na, das ist natürlich dann auch, das ist so ein bisschen die Problematik, also quasi die Voraussetzungen zu schaffen, die müssen politisch geschafft werden, also zum Beispiel Bürokratieabbau. Wir sehen sie auch nicht nur bei, also jetzt Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie, wir sehen sie auch bei der Ladeinfrastruktur. Also bis das Ganze mal aufgebaut ist, genehmigt ist, das dauert einfach zu lange. Aber das ist eben so eine Eigenart in Deutschland, aber es ist aber auch die Aufgabe der Industrie, da zu sagen, okay, was wird benötigt, um das Ganze dann auch wettbewerbsfähig hier anzubieten. Also quasi dann über den VDA zu gehen. Ne? Glauben Sie, dass der VDA da die richtige Lobbygruppe ist, um das voranzutreiben? Ja, definitiv. Ich habe da manchmal ein Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Naja, ich denke, die Geschichte des VDA, ne? Wir hatten Matthias Wissmann, ehemaligen Verkehrsminister als Chef. Dann zwischendurch jemanden aus der Autoindustrie, der dann während der IAA dann gesagt hat, er hat keine Lust mehr. Und dann kam Hildegard Müller. Da hat man dann so das Gefühl gehabt, es kommt wieder ein neuer Schwung. Aber so richtig
den Punkt, wo man sagt, ja, boah, jetzt geht's los, den sehe ich im Moment noch nicht. Oder täusche ich mich da? Ja, das ist vielleicht Ansichtssache. Ich sehe das anders. Mhm. Also ich sehe da jetzt schon da auch, dass das mit einer gewissen Druck und auch dann auch ja, Intensität auch vorangetrieben wird und auch da Druck gemacht wird, dass da auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Mhm. Ja, weil wir sehen es ja im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich sieht man es noch nicht so stark, aber im Pkw-Bereich sehen wir ja ganz stark, dass der Wettbewerb wirklich da jetzt den Druck aufbaut und klar, da ist jetzt wirklich auch Handlungsbedarf da. Und ich glaube, das haben alle Akteure jetzt mittlerweile verstanden. Wenn Sie mit Ihren Studenten zu tun haben, Studentinnen und Studenten, haben Sie das Gefühl, die haben das Bewusstsein für die Zukunft, dass da ein Wandel geschehen muss zu alternativen Antrieben, zu CO2-Neutralität, zu Mobilität, die man auch vielleicht, wo man Einschränkungen bereit ist zu akzeptieren. Ist das sozusagen der Mindset der neuen Studenten, die da sind? Also da gibt es so zwei Richtungen. Auf der einen Seite die Studierenden, die sagen, Nachhaltigkeit ist ein Trend, ja, also und ich habe die Wahl, ob ich beim Autokauf oder bei der Entscheidung für die Mobilität Nachhaltigkeit mit als Kriterium mit einfließen lasse oder eben nicht. Mhm. Ja, also es ist diese Dringlichkeit, dass der Klimawandel jetzt wirklich auch da ein Umdenken erfordert, ist bei einer Hälfte der Studierenden nicht da. Das ist quasi eine Entscheidung, ist mir das wichtig oder nicht. Und die andere Gruppe, die sagt, ich stelle in Frage, ob ich wirklich ein eigenes Auto noch fahre. Oder ob ich die Mobilität nicht irgendwie anders, oder andere Mobilitätsdienstleistungen nutze, weil mir der Nachhaltigkeitsgedanke, weil das wichtig ist, weil es dringlich ist. Also es gibt wirklich diese zwei verschiedenen Richtungen. Wenn Sie sich die Blockadeaktion der letzten Generation anggucken, haben Sie Verständnis dafür? Verständnis für die Sache, aber nicht für die Umsetzung. Weil das bewirkt leider das Gegenteil. Also gerade diese Straßenblockaden, das sind ja, also die breite Masse soll ja erreicht werden und soll dafür ja auch gewonnen werden, sich für wirklich auch jetzt Umweltschutz und Klimaschutz einzusetzen. Und dass diese Aktionen, die bewirken das komplette Gegenteil. Also eher kontraproduktiv. Es ist kontraproduktiv, ja. Die Art und Weise ist sehr kontraproduktiv. Und was kriegen Sie für Feedback von Ihren Studenten zu diesen Aktionen? Wir hatten das diskutiert. Am Anfang waren diese Aktionen noch nicht so, die sind ja immer extremer geworden. Mhm. Und am Anfang war da noch ein Teil, ja, das weckt oder das rüttelt auf, das finden wir gut. Und das hat aber dieses Verständnis oder das Verständnis hat immer mehr abgenommen. Also wenn so in den letzten Monaten, da war dann auch nur noch Kopfschütteln. Obwohl es ja eigentlich, also von der Altersstruktur sind ja viele, die da... Und die ist da ja auch wiederfinden. Ja, als letzte Generation, wenn man das mal wörtlich nehmen würde, ja. Ne? Dass man noch was ändern kann. Ich hoffe nicht, dass es die letzte Generation ist. Letzte Generation vor, genau. Ja, schon klar. Ja. Ich muss mal auf Wasserstoff zurückkommen. Wir sagen immer, Wasserstoff als Antriebsstoff hat nur dann eine Zukunft, wenn es genug grünen Wasserstoff gibt. Ganz genau. Wie sehen Sie das? Ganz genau. Also das ist die Voraussetzung. Ich vergesse oft, das zu sagen, weil es für mich so... die Grundlage ist, weil wir wollen ja hin zur CO2-neutralen Mobilität und wir wollen hin zum CO2-neutralen Transport. Und klar, das geht dann nur mit grünem Wasserstoff, also auf der Basis von Ökostrom, was wir nicht in Deutschland produzieren können. Deswegen wird wahrscheinlich die Wasserstoffproduktion hier, es gibt ja jetzt diese Programme, aber das ist natürlich dann die Herausforderung. Ne? Klar. Ich denke nur so an die Stromtrassen, die von Norden nach Süden gehen sollen. Denn im Norden haben wir ja im Prinzip genug grünen Wasserstoff durch Windenergie. Aber wir verkaufen ihn ins Ausland teilweise, weil wir ihn über die Leitungssysteme nicht nach unten bringen können. Ne? Ganz genau. So. Wie sehen Sie die Möglichkeit, meinetwegen von Saudi-Arabien oder Marokko aus, dann Wasserstoff in verflüssigter Form dann rüberzubringen nach Deutschland? Ja, der Marktpreis wird es nachher dann eben entscheiden. Also wo dann auch wirklich dann attraktiver Preis möglich ist. In diesen Regionen wird der Wasserstoff wahrscheinlich günstiger produzierbar sein als hier in Deutschland. Ja. Aber das wird der Markt eben dann entscheiden, wo dann welche Region sich da auch hervortut. Okay. Wenn Sie an die Lkw-Situation denken, glauben Sie, dass wir in den nächsten Jahren dann immer noch so viele Lkws oder noch viel mehr auf der Straße haben werden? Oder wird mehr auf die Schiene gehen?
Wie können Sie sich das im Moment vorstellen in der Zukunftsprognose? Also zurzeit haben wir ja immer mehr eine Verschiebung auf den Lkw-Transport. Mhm. Und die nächsten Jahre, die nächsten 10 Jahre sehe ich diese Entwicklung nicht ungebremst. Also es wird sich so weiterentwickeln, weil der Schienentransport, das dauert, bis das die Infrastruktur da aufgebaut ist, wir sehen es ja in Deutschland, das dauert ja noch viel länger. Und bis dahin sind dann auch die Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKWs auf der Straße. Und ist da eine CO2-basierte Maut eigentlich ein Vehikel, um umweltfreundlichere Fahrzeuge auf die Straße zu bringen? Also bei dem Mautkonzept muss es eine flächendeckende Lösung sein. Wir können jetzt nicht in einzelnen Ländern ein Mautkonzept umsetzen. Das würde dann zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Also deswegen, also europaweit ja, aber das ist eine Mammutaufgabe. Deswegen mautbasiert in der Idee, schöne Idee, aber in der Umsetzung schwierig. Nun haben wir ja in Osteuropa relativ viele Fahrzeuge, Speditionen, die immer nach Mitteleuropa drängen, auch wegen der finanziellen Situation, was die Fahrer angeht und so. Gibt da aus Ihrer Sicht mit der EU irgendwie eine Lösung, auch dieses Lohngefälle auszugleichen und die Menschen sozusagen mit gleichen Arbeitsbedingungen transportieren zu lassen? Sehen Sie die Schwierigkeiten? Ja, also es gibt ja zu wenig Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Das wird ja immer brisanter. Aber das ist eben keine Aufgabe der Politik, da eben das Ganze attraktiver zu machen. Also ich sehe das schwierig, da in den Markt einzugreifen. Glauben Sie, dass zum Beispiel höhere Gehälter da eine Rolle spielen? Also in den USA heißt es jetzt, UPS-Fahrer kriegen 170.000 Dollar im Jahr. Ja. Demnächst ist das so? Wird es dann zukünftig einen hochbezahlten Lkw-Fahrer geben? Also da muss ich was tun. Das muss attraktiver sein. Und klar, definitiv. Und auch von den Arbeitszeiten. Und also genau, wir waren ja heute 5 Stunden auf der Straße zu Ihnen unterwegs. Ja. Und also das ist natürlich auch wirklich, Ja klar, die Rahmenbedingungen sind irgendwie werden immer schwieriger geworden. Mit vielen Baustellen und natürlich mit den Frequenzen, die auf den Straßen sind. Ne? Wenn Sie einen Wunsch für den Transport der Zukunft haben, wie würde der aussehen, der Transport der Zukunft? Der Transporter oder der Transport? Der Transporter, sag ich mal. Ja, also auf jeden Fall CO2-neutral, aber mit der gleichen Dynamik, ja, gleiche Performance, wie wir es heute schon kennen. Und wenn wir auf Nahverkehrssysteme gucken, ist es da einfacher sozusagen, den Schalter umzulegen auf CO2-Neutralität? Ja, weil die LKWs ja immer oder die Transporter, die Busse ja immer wieder in die Homebase zurückfahren können, da aufladen können und deswegen, das ist natürlich einfacher und wir sehen es ja auch schon. Und das ist wirklich ein Zugewinn auch für die Städte, also die geräuschlosen Busse, die rumfahren, das ist schon gut. Gut, habe noch ein Lieblingsthema zum Schluss, das ich loswerden muss, Oberleitungssysteme. Bei Frankfurt gibt es eine Teststrecke, die wird jetzt gerade verlängert. Ja. Ich sehe so nur nie da LKWs, die da fahren. In meinem Heimatland Schleswig-Holstein gibt es auch eine, die macht die Anwohner narrisch, weil durch den Wind die Stromleitung in Schwingung geraten und hochfrequente Töne loswerden. Und hier bei uns im Murgtal gibt es auch eine Teststrecke, die will auch keiner mehr haben. Ist so ein Oberleitungssystem tot? Ist das eine Sackgasse? Ich denke schon, ja. Weil dieser Aufbau, genau das alles erstmal zu installieren, die Zeit haben wir ja auch nicht. Also es geht ja darum, die EU-Klimaziele zu erreichen. Und wenn wir da jetzt überall das erstmal aufbauen müssen, ja, da kommen wir in den Wald. Also aus meiner Sicht ist das jetzt nicht keine Lösung, die jetzt in den nächsten 5 Jahren auf die Straße gebracht werden kann und dann die Welt rettet. Funktioniert. Sind Sie trotzdem optimistisch für die Zukunft, dass es besser werden wird? Ja. CO2-Neutralität? Ja, so. Weil wir haben ja eine hohe Innovationskraft in Deutschland, in der Automobilindustrie. Und da sind gute Konzepte auf dem Weg. Die müssen jetzt hochskaliert werden, die müssen günstig werden oder günstiger werden. Aber das wird ja in den nächsten Jahren kommen. Gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft in der Automobilindustrie und in Forschung und Lehre. Und würde mich freuen, wenn wir uns in absehbarer Zeit mal wieder treffen und Sie berichten ein bisschen drüber, wie es Ihnen ergangen ist und wie Sie auch universitär, hochschultechnisch vorangekommen sind. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön auch fürs Zuschauen bei den lieben Kolleginnen und Kollegen und den Freunden, die zugucken. Das war der Beer Mover Talk heute. Ging um CO2-neutralen Transport, um die Schwierigkeiten, die vor uns liegen. Und wir hatten eine sehr kompetente Gesprächspartnerin. Und ich sage es nochmal mit Frau Professor Dr. Helena Wisbert. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.